Wir haben uns dieses Jahr einen Traum erfüllt und waren auf Raja Ampat. Raja Ampat ist eine Inselgruppe vor der indonesischen Insel Papua, bestehend aus rund 1800 Inseln. Der Name Raja Ampat bedeutet vier Könige, abgeleitet von den vier größten Inseln der Gruppe. Doch es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Raja Ampat liegt am sogenannten Korallendreieck, einem der Gebiete mit der höchsten biologischen Vielfalt an Korallen weltweit. Hier kann man perfekt schnorcheln und tauchen gehen, der Grund, warum wir dort waren. Und ich untertreibe nicht, denn die Gegend ist wirklich das wahre Tauchparadies. Eine Traumdestination für Taucher und Schnorchler. Na und was gibt es hier zu sehen? Nun ja, die Liste ist lang. Schildkröten, Seepferdchen, Mantarochen, Riffhaie und eine intakte Unterwasser- und Korallenwelt. Ist einfach unglaublich schön und faszinierend, in diese Welt einzutauchen. Und einer der besten Sachen an Raja Ampat ist, dass es wirklich noch sehr, sehr unberührt und unentdeckt von Touristen ist. Es ist wirklich nicht einfach, den Ort zu erreichen, aber genau das hält uns Abenteurer ja nicht ab. Und wenn ihr bereit seid für ein unvergessliches Abenteuer in einer der schönsten Regionen der Welt, dann zeige ich euch jetzt, wie man am besten nach Raja Ampat kommt, denn die Anreise ist gar nicht mal so einfach. Die von Deutschland beste Möglichkeit ist ein Flug nach Jakarta in Indonesien, denn von dort kommt ihr an den Zielflughafen Sorong auf der Insel Papua. Das ist das Tor zu Raja Ampat. Eine zweite Möglichkeit gibt es, und zwar von Sulawesi nach Sorong zu fliegen, denn dort gibt es zwei Flughäfen, die Sorong anfliegen. Vom Flughafen Sorong kommt ihr in wenigen Minuten an den Hafen Sorong, wo es mit der Fähre weitergeht. Die Tickets könnt ihr hier ganz einfach kaufen. Euer Zielhafen ist Wasai. Dort wartet in der Regel auch ein Guide, der euch in ein Büro bringt, wo die Nationalparkgebühr fällig wird. Dieser Guide kennt auch die ganzen Homestays in der Region und schickt euch zu dem richtigen Boot, falls ihr einen Transfer gebucht habt. Die gängigste Art, in Raja Ampat zu übernachten, sind die Homestays. Diese findest du auf der Website des Day Raja Ampat. Hier kannst du nach den verschiedenen Inseln selektieren und bekommst eine große Auswahl der geprüften Homestays vor Ort. Hierneben hast du auch noch ein paar Filtermöglichkeiten, zum Beispiel wenn du möchtest, dass ein Tauchcenter direkt in der Unterkunft vorhanden sein soll. Wir haben das erste Homestay unserer Reise tatsächlich von Deutschland aus gebucht, da wir dann auch direkt den Transfer von Wasai hatten und es einfach bequemer nach so einer langen Anreise war, direkt anzukommen. Die zweite Unterkunft haben wir aber tatsächlich vor Ort erfragt und auch die dritte Möglichkeit über booking.com ist gar kein Problem. Was du über die Homestays in Raja Ampat wissen solltest, ist, dass sie wirklich sehr, sehr basic sind. Meistens hast du nur eine Matratze auf dem Boden und ein Gemeinschaftsbad, was aus einer Toilette und einem Frischwasserbehälter besteht, wo du dich dann duschen kannst. Auf einigen Inseln hast du nur für wenige Stunden Strom, der über einen Generator erzeugt wird. Beachte, dass du dann auch meist erst Internet hast, denn der Empfang ist nicht auf allen Inseln super. Hier solltest du auf die SIM-Karten von Telekomsel zurückgreifen. Da hast du Empfang. Wir haben auf den Inseln Kri und Aborak übernachtet. Beide Inseln sind sehr unterschiedlich, aber haben eine super Lage für verschiedene Spots und Tagesausflüge, daher haben wir diese gewählt. Kri ist eine wirklich sehr einsame Insel, hier sind eigentlich nur die Homestays, in denen du übernachten kannst und tolle Strände. Du kannst direkt vor der Insel schnorcheln oder auch deinen Tauchgang direkt vom Steg machen. Ansonsten ist es ein super Ausgangsort für die ganzen Dive-Sites, die nur wenige Minuten von der Insel entfernt liegen. Aborak ist eine deutlich kleinere Insel, hat allerdings ein Dorf und verhältnismäßig viele Einwohner. Du hast auch einen kleinen Supermarkt sowie ein Dive Center. Um die Insel zu wechseln oder Ausflüge auf anderen Inseln vorzunehmen, fragt einfach in eurem Homestay nach. Die haben in der Regel alle ein Boot, mit dem sie euch von A nach B bringen können. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es doch in die Kommentare. Ich werde sie beantworten oder nochmal ein Video dazu machen. Das wird es eh noch geben mit ein paar Tauchhighlights und Sehenswürdigkeiten.